Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Plasters, Rote Katzenkommando. Wir machen weiter, sind im letzten Part dem Meermaid-Team beigetreten. Jetzt geht's gegen die guten alten Rivalen, die Kappas. Okay, Mission annehmen. Was denn auch sonst? Rücken wir aus. Öfter mal was Neues. Sie sagt das ein bisschen spät. Die sind schon losgefahren und dann redet die noch. Ja, gucken wir mal, wie sich das äußert hier in Schwalbing. Mission Start. Warum denn auch nicht? Ich wollte nicht gegen sie kämpfen. Ich dachte, sie wären nur die perfekten Übungspartner. Aha. Da haben wir Wamsel, den besiegen wir. Tja, gucken wir mal. Irgendwo werden sie schon sein. Vielleicht auf der Insel, ne? Da, wo wir sie auch hätten... Also ich habe ja die andere Mission gespielt, aber da es nicht so wollte, wie ich wollte, sind wir Team Meermaid beigetreten. Ich guck mal auf der Karte. Ach, ganz oben. Na, sieh mal einer an. Rücken wir den auf die Pelle, hauen wir den Schurken auf die Gurken. Ach man, Rivalitäten. Warum hat man sowas? Gemeinsam ist man stärker. Lächerlich. Nein besiegt. Jetzt geht's gegen Wanderkappa. Der vielleicht prominenteste Vertreter. Was geht, ist eine andere Version von Omakappa. Das war es auch schon. Aber die nächsten... Hier an dem Anwesen von dem Ehepaar, das sich doch erinnert, wo das endlose Inferno liegt. Oder ein Schlüssel hat irgendwie sowas in der Art. War das. Zu denen musste man ja mal gehen. Blast, es erinnert mich immer, wie viel Spaß ich hatte mit Yo-Kai Watch 1 und 2. Kriegst halt jetzt wieder stupide gesagt, geht dahin. Deswegen gehen wir jetzt dahin. Hm, mitten im Kampf? Ah, wie du meinst. Der Dialog musste erst. Okay, und jetzt... Zentrieren. Yappa Kappa! Kannst du es erleben? Ich nehme dich voll ernst, Mann. Oh, ich kann Ulti sehen? Sehr gut. Ja, das ging echt zügig, locker flockig von der Hüfte. Team Meermaid! Tja, wir haben uns für eine Seite entschieden. Ihr habt uns vor die Wahl gestellt. Und ich habe erst dich versucht zu nehmen, Yappa Kappa. Aber wir waren doch nicht so gute Friends. Nun, der Boss des Kapitels, der wurde ja quasi auch schon angeteasert. Ich habe zumindest den Schatten natürlich erkennen können. Von Kutterkahn. Pushman fällt. Okay. Oh, Trainingsschluss und endlich Zeit zum Ausruhen. Ich bin aber echt traurig, dass alles vorbei ist. Euer Training. Oh, es ist nicht Schleifer, es ist Meermaid. Knapp daneben. Euer Training ist noch nicht vorbei. Miau, miau. Ja. Was soll das denn heißen? Naja. Die Stimme gehört. Naja. Nachdem ihr weg seid, passierte etwas Schreckliches.
der Herrscher über den Waldzweier, Kutterkahn. Er war im Kalebassenteich und fing an durchzudrehen. Ach du meine Spiralen, das ist echt übel. Aber warum attackiert ein Yokai vom Waldzweier den Kalebassenteich? Was ist denn das? Das ist die falsche Stimme bei Mermaid. Mist, hat einer gesagt. Roffel. Wahrscheinlich wegen dem Radau, den wir am Waldzweier veranstaltet haben. Bis wir ihn aufgeweckt haben, schlief er seelenruhig auf dem Grund. Oh nein. Das war also die Stimme, die du da gehört hattest, Bruder. Meine Güte. Es muss Kutterkahn gewesen sein. Meine und Kappas Team halten ihn in Schach. Tu es! Tu es! Ihre Stimme. Aber wir brauchen eure Hilfe. Das wird euer letztes Training. Ah, seht ihr, Rivalen verbünden sich. Ich werde aber so ein bisschen die EP natürlich verteilen, die Uni-Kugeln. Ich setze auf die Leute, die wir haben. Andererseits. Feuer erlernt. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Habe ich das nicht schon mal gemacht? Kannst mich nicht aufhalten! Die Niedrigsten sind Level 12. Klingelt's Telefon? Hallo? Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber sagt Schleifer, die Zeit ist reif, mein Versprechen einzulösen. Ich werde am üblichen Treffpunkt warten. Nebenmission getrennte Blasters. Ist doch gut jetzt. Thema Schleifer. Geh deine Mission und rücke aus! Licht nach dem Finale. Besiege Kutterkahn. Der Wächter des Weihers ist erwacht. Halte ihn aus Schwalbing fern. Kannst ruhig mal mitkommen, Schleifer, kein Problem. Ob Kutterkahn eine große Herausforderung wird, kampftechnisch in Yokai Watch 1 und 2, war er es nicht. Er war ein bisschen schwächer als die zuvor gesehenen Klimmermander und Wabbelwurz. Hat aber hier nichts zu heißen. Kutterkahn. Fast so stark und hitzköpfig wie Olli Kahn. Oh, das sah fast aus wie ein Smiley, wie es geschrieben war. Sei vorsichtig! Ja, er hat mich bemerkt, der Kampf beginnt. Um mein Ziel ihn zu attackieren. Er hat einen Freund an Land gezogen. Immer feste drauf ist meine Taktik. Dann geht auch keiner down. Außer Kutterkahn. Der Einzige, der große Energie verloren hat. Ich bin mir aber sicher, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Danach wird er nochmal ähnlich wie... Na, sag schon. Ähnlich wie Wabbelwurz. In einem eigenen Areal, wahrscheinlich im Teich irgendwie. Auch so einen richtigen Bosskampf bekommen. Unheilbutt hier. Oh ja. Hinterher! Bin ich sogar schneller als er. Ja, es gibt ja Uni-Kugeln, wenn du den so bekämpfst. Während er auf der Flucht ist. Witzige Sache. Musst du halt auch einsammeln. Yeah.
Und wo willst du hin? Zu deinem Teich? Das wäre natürlich was, ne? Da, wo er hingehört. Chance, sich mit Nein-Nein anzufreunden? Diese Prioritäten. Gut, ich mag mein Nein-Nein nicht, aber... Ja gut. Er ist weder schön, noch kann ich dem Team gebrauchen. Eigentlich gar nichts, ne? Zum Weltzweier, wie schon gedacht. Los, komm doch her, Kumpel! Irgendwie kam mir die Stimme fast ein bisschen bekannt vor. Ich dich so attackieren? Bislang nicht. Sieht er ziemlich angezielt und anvisiert aus. Er muss schon wirklich nah sein. Ich kümmere mich um die kleinen Fische. Ja, immer auf den Gegner halten und immer Button smashen. Wie das ganze Spiel halt. Nein, sollte es nicht. Bestimmt wird das noch irgendwie mal interessanter. Fischers Faust. Ich kenne nur Fisherman's Friend. Fischgesicht. Na komm, Kutterkahn. Oder können wir in die Stelle? Tatsache. Waren wir jetzt auch nicht da. Hat aber viel Energie. Oh, der hat echt viel Energie. Flüchten und nochmal zurückschlagen. Das hat definitiv wehgetan. Du meine Spiralen, Kummersan sagt es, ja. Soll ich nochmal erwähnen, wie schön ich Yo-Kai Watch 1 und 2 fand? Das ist so, das Kampfsystem mochte ich vergleichsweise. Da muss man ja gar nichts machen. Ja doch. Bisschen schlau sein. Aber auf jeden Fall mehr als das. Okay, pass bloß auf. Der jetzt hingezielt hat. Kutterkahn, so viel Energie hast du nicht mehr. Immerhin schön, dass die uns nicht down kriegen können. Also, Opa Gusto kann inzwischen auch besser heilen, ne? Er heilt ja alle auf einmal mit so einem Feld. Das kann sich sehen lassen, denke ich.
Hat man auf dem Touchscreen schon gesehen, wo er auftauchen will? Nochmal, ja. Ja gut, ich frage mich auch, wie man im Blasters-Universum diesen Bosskampf noch besser hätte machen können. Und das war's mit Kutterkahn. Dann ist wohl auch dieses Kapitel geschafft und liegt hinter uns. Yay! Bin wirklich gespannt, was das nächste Kapitel sein wird. Hoffentlich schon etwas Spannenderes. Ich fand dieses Kapitel jetzt nicht sehr spannend. Wenn man Mermaid- oder Yappa-Kappa-Fan ist, vielleicht. Aber so nicht. Gut. Schöne Unikugeln, damit wir noch stärker werden für weitere Gegner. Und nein, nein, habe ich ja bekommen. Merkwürdige Yokai der zweiten Generation. Sagt man das bei Yokai Watch eigentlich so? Erste, zweite, dritte, bald vierte Generation? Kann man machen, wa? Das ist unglaublich! Ihr habt vorher schon Krieg, also beeindruckend. Miau! Unser Spezialtraining ist endlich zu Ende. Gerettet von denen, die wir eigentlich trainieren sollten. Eure Lehrzeit ist vorbei. Ab heute sind wir Rivalen. Verstanden. Das Spezialtraining ist hiermit abgeschlossen. Yappa Kappa Mermaid, danke für eure Hilfe. Nicht zu danken, Schleifer. Wir sollten dir danken. Ja, das sollten wir. Es hat uns daran erinnert, was das Wichtigste für uns sein sollte. Wegen des ganzen sinnlosen Gezankes bei der Mission haben wir unsere eigentliche Aufgabe, der Stadt Schutz zu bieten, vernachlässigt. Als Blasters macht uns das zu Versagern, daher arbeiten wir von nun an besser mit anderen Teams zusammen. Schließlich wollen wir alle, dass es hier friedlich bleibt. Gut, das ist damit geklärt. An die Arbeit! Oh, es ist schon spät. Wir müssen zum Welsweier. Zum Welsweier? Was willst du denn dort? Naja, mit Kuttergarn zum Abendessen. Eigentlich wollte er wohl nur jemanden zum Reden. Hey, das wusste ich gar nicht. Ich wollte ihn nämlich besuchen. Ach hey, das tut mir aber leid. Da bin ich dir wohl zuvor gekommen. Du machst wohl Witze. Du bist unausstehlich. Da denkt man, sie vertragen sich und schon geht's wieder los. Ich fürchte, der Kampf um die Vorherrschaft am Kalebassenteich wird weitergehen. Wo liegt dein Problem? Die Frage lautet eher, wo liegt deins? Gleich kommt wieder eine Vorschau aufs nächste Kapitel, das wird geil. Ja. Demnächst bei Yokai Watch Blaster. Noko Noko, soweit das Katzenauge reicht. Der Vorfall geschieht nicht in der Kommandozentrale. Er geschieht im Krämerviertel. Kapitel 5. Alles im Scherz. Die Noko-Testfahrt. Nicht verpassen. Auf keinen Fall. Schon morgen gibt's den nächsten Part. Es ist filmreif inszeniert. Ich mag die Yokai, ich mag die Leute, ich mag die zu synchronisieren und so. Und das Gameplay ödet mich an. Schaltet auch morgen wieder ein. Bis zum. Ja, es ist halt so. Ja. Däumchen wären Träumchen. Bis dann und ciao.